Bauen wir uns mal eine braunsche Röhre. Ich habe einen Glühdraht, ja, und da gab es mal einen gewissen Herrn Edison, ja, der hat sich mit der Glühlampe auseinandergesetzt, oder besser gesagt, man schreibt ihm zu, dass er der Erfinder der Glühlampe ist. Den Effekt, den er dabei genutzt hat, den brauchen wir hier, um die braunsche Röhre letztlich aufzubauen. Ich habe hier Elektronen in dieser Glühwendel, ja, wenn man so will. Das kann Wolframdraht sein, ja, also ein Metall letztlich, aufgebaut aus sehr vielen, ja, Elektronen. Im Modell schaut man sich ja das immer an als kubisch raumzentriert oder kubisch flächenzentriert, ja, diesen Festkörper, je nachdem, was man für ein Metall hier hat. Ja, wenn wir uns jetzt mal so ein kubisch, ja, flächenzentriertes Gitter anschauen, stellvertretend eine Elementarzelle hier rauszeichnen. Dann stellt man sich im Modell sich das Ganze eben so vor, dass um diesen Kristall letztlich, der den Festkörper dann mikroskopischen her beschreibt, stellt man sich hier so ein Elektronengas vor, ja? Also Elektronen als Gas. Ja. Ich kann ja hier praktisch hier meine Elementarzellen hier weiterbauen, nach oben, nach unten, ja, bis eben mein Festkörper zusammengesetzt ist. Gut, wenn ich jetzt eine entsprechende Spannung hier, nehmen wir ruhig mal das Batteriesymbol, das soll uns ausreichend sein an der Stelle. Wenn ich jetzt so eine Spannung hier an meine Glühwendel anlege, ja, dann kann ich die Glühwendel praktisch erwärmen. Ja. Ich füge sozusagen thermische Energie hinzu. Thermische Energie in dem Sinn, dass meine Elektronen ja, miteinander kollidieren und wechselwirken. Ja, und es wird eben warm, sehr warm in dem Draht, je nachdem, was hier für eine Spannung anliegt. Ja. Wenn die Spannung letztlich lang genug anliegt und groß genug ist, dann werde ich irgendwann die sogenannte Austrittsarbeit erreichen. Also die thermische Energie, ja, ich nenne sie mal Delta E Index TH für thermisch, die ist dann irgendwann so groß wie die Austrittsarbeit. Ja? Und das hier ist der Betrag, den ich brauche, also der Energiebetrag, den ich brauche, um so ein Elektron aus einem ungeladenen Festkörper zu entfernen. Also ist das Ganze auch noch materialabhängig, ne? Weil ich könnte mir verschiedene Metalle anschauen. Ja? Wolfram, Nickel, Eisen, ja, was noch so alles gibt, Aluminium, Kupfer, Silber. Ja, die haben ja alle unterschiedliche Austrittsenergien. Also ich brauche für unterschiedliche Metalle unterschiedliche Austrittsenergien. Letztlich ist das nichts anderes als die Energie, die ich brauche, um so ein Elektron aus meinem Stück Wolfram zu entfernen. Ja, wenn ich jetzt mal annehme, dass das Wolfram ist. Gut, dann habe ich doch nach einer Zeit hier freie Elektronen, ja, um meine Glühwendel. Wie kann ich die Elektronen beschleunigen? Ja, diese Elektronen, ja, die eignen sich ja jetzt für einen Stromfluss. Ja, richtig. Ich lege hier einfach eine zweite Spannung an, ja, und habe hier meine Anode. Ja, in die mache ich eine Öffnung. Ja, ich möchte dann praktisch zum Schluss einen Strahl haben, aber das sind wir noch lange nicht. Also ich habe jetzt erstmal hier erreicht, dass ich diese Elektronenwolke, wenn ich das mal so bezeichnen darf, hierhin an die Anode beschleunige. Ja, aber die können ja hier auftreffen, hier auftreffen, hier auftreffen. Manche gehen durch, ja. Ich will natürlich nicht immer meine Anode auswechseln, also wegen dem Verschleiß von hier, ne? Und da hat sich diesem Problem eben mal ein Herr Wehnelt angenommen. Dieser Herr Wehnelt wollte nicht ständig hier Anoden auswechseln, ja, weil der Verschleiß zu hoch war, sondern er hat sich was Geniales einfallen lassen, ja. Dieses Elektronengas, wenn ich jetzt mal von vorne drauf schaue, dann könnte das ja so sein. Ja.
ist mein Elektronengas. Jetzt dachte sich der Herr Wehnelt, ja, ich schließe das Ganze mal ein. Ja? In so einen Zylinder. Ja? Kann man sich das vielleicht jetzt gerade noch vorstellen? Ja, so ungefähr. Also ich schließe mein Elektronengas in einen Zylinder ein. Ja? Das Problem ist, dann habe ich es immer noch nicht gebündelt. Ja? Dann ist mein Elektronengas in einen Zylinder, aber ja, nichts passiert. Ja, zweite geniale Idee, ich erde das Ganze. Ja? Ich stelle den ganzen Zylinder auf negativen Potenzial oder man sagt eben auch dazu geerdet. Ja? Die Erde wird als, also unsere Erdkugel wird ja als oder kann als Reservoir für unendlich viele negative Ladungen betrachtet werden. Deswegen sagt man auch Erde, ich erde irgendwas, ne? Geerdet. Das Stück Metall oder was ist geerdet? Ja, ich stecke es in die Erde, dann habe ich hier ein negatives Potenzial. So kann man sich das vorstellen. Ja, was bedeutet es aber jetzt für unser Elektronengas, wenn ich jetzt nur von vorne drauf schaue, meinen Wehnelt-Zylinder? Naja, ich habe hier überall auf meinem Zylinder negative Ladungen, ne? Und jetzt kommt eben ja das Naturgesetz, dass gleichnamige Ladungen sich abstoßen. Also presse ich sozusagen die Elektronenwolke auf die Mitte. Ja? Die stoßen sich ja ab. Hier meine komplette Oberfläche des Zylinders presst sozusagen meine Elektronen auf den ja, größtmöglichen Abstand zu der Zylinderoberfläche. Ja? Ja gut, das bedeutet doch, ich habe einen Elektronenstrahl. Ja? Also sind wir schon wieder ein wenig weiter mit unserer Konstruktion von der Brownschen Röhre. Ich habe eine Glühwendel. Ja? Dazu brauche ich, um die heiß zu machen, eine Spannung. Ja? Die haben wir. Dann möchte ich das Elektronengas beschleunigen. Ich brauche eine zweite Spannung. Ja, eine Anode, die auf positivem Potenzial liegt, wenn da eine Elektronenwolke ist, ja, ungleichnamige Ladungen, also ich habe minus die Elektronenwolke und plus, die ziehen sich an, ja, also wird mein Elektronengas zur Anode hin beschleunigt, ich mache eine Öffnung durch, ja, und da ich hier schon bündeln will, ja, und nicht nur ein paar Elektronen hier durch die Öffnung befördern will und die anderen prallen hier auf, brauche ich jetzt noch meinen Wehnelt-Zylinder. Ja, und den baut man hier so ein. Ja, der kriegt vorne dann auch die Öffnung für den definierten Elektronenstrahl. Und dann ist der Wehnelt-Zylinder fertig. Ja, und der liegt natürlich auf Erde. Okay. Soweit, so gut. Bis dahin haben wir unsere Brownsche Röhre. Aber ich möchte den Elektronenstrahl auch steuern. Ja. Möchte nicht nur erzeugen, erzeugt habe ich dann ja jetzt schon, ich möchte ihn auch steuern und dazu eignen sich Kondensatoren. Ja. Wenn ich mir so einen Kondensator anschaue, ja, jetzt in der Form geladen, nach Konvention die Feldlinien so eingezeichnet, mein Elektronenstrahl ist negativ geladen, wenn der da durchfährt, ja, ungleichnamige Ladungen ziehen sich an, dann wird mein Elektronenstrahl nach oben gezogen, ne? Dann habe ich schon mal die Abweichung in die Dimension Y. Ja, je nach Polung kann ich jetzt natürlich auch nach unten ablenken. Ja, ich kann ja meinen Kondensator hier an eine Wechselspannung anschließen. Dann habe ich im nächsten Moment hier unten die positive Ladungen. Ja, und der Elektronenstrahl selber ist ja negativ geladen. Plus, Minus zieht sich an. Ich habe die Ablenkung in die negative Y-Richtung. Ja gut, was in die eine Dimension geht, geht auch in die andere. Jetzt lege ich eben meinen Kondensator auf den Boden, also kipp den Kondensator hier um 90 Grad. Ja. Dann liegt er ja so da wie eingezeichnet. Wenn wir die Polung dann so beibehalten, ja, kippen wir den um 90 Grad, dann schaut er so aus. Natürlich nicht 5 oder 6
Ladungen hier eingezeichnet. Wir haben uns auf 4 beschränkt, sind wir mal ganz genau. Dann haben wir hier das Feld. Naja, wenn da mein Elektronenstrahl hier durchfährt, kann ich ihn in die Richtung ablenken. Ja. Mache ich hier mal anders als gewohnt X nach hinten. Okay, das geht natürlich mit der Polung auch. Ja. Ich kippe den um, dann ist mein Kondensator so einzuzeichnen. Ja, und dann habe ich die Ablenkung nach unten. Ja. Mache ich hier eben mal in die negative X-Richtung. So, und jetzt, summa summarum, können wir in unsere Anordnung doch einbauen. Ja? Also haben wir schon mal unsere Ablenkung, ja? Nämlich in Dimension Y und Dimension X. Ja? Aber ich kann ja durch Verstellen von den Plattenabständen hier, ja? D, der Plattenabstand ist ja proportional zu der angelegten Spannung am Kondensator, dann kann ich natürlich jeden Punkt in der Ebene auch erreichen. Ja? Kann nicht nur hier in der Dimension Y und auf der Dimension X rumrutschen, ich kann auch den Punkt erreichen oder den oder den oder den. Ja, ja gut, jetzt bauen wir dann ein, was wir haben. Fangen wir nochmal an. Wir haben unsere Glühwendel gehabt, die muss ich heiß machen. So, dann haben wir eine Spannung benötigt, um das Elektronengas hier zu beschleunigen. So, ich will die Anode nicht kaputt machen. Baue mir den Wnet-Zylinder ein. So, den lege ich auf Erde, dass der Elektronenstrahl definiert wird. Und jetzt baue ich hier hinten meine Ablenkungen ein, weil ich das Ganze auch steuern will. So, und dann habe ich natürlich meine Ebene erreicht. Ja? Also Y und X. So. Und dass ich praktisch einwandfreie Messergebnisse habe von Wechselspannungen, möchte ich auch keine Anregung mit Luftmolekülen oder Atomen hier. Ja? Also baue ich mir hier in der Form einen Glaskolben. So, Stöpsel da an, saug die Luft raus, mach hier dicht, habe in der Röhre ein Vakuum, also einen luftleeren Raum. Da ist dann nur mein Elektronenstrahl drin und keine anderen Atome oder Moleküle. Und fertig ist meine Brownsche Röhre. Ja. Das ist ein zentrales Element von den Röhrenfernsehern, von den alten. Ja, die jetzt in keinen Baumarkt oder irgendwo vielleicht mal für Sammler noch erwerben. Für Sammler kann man sie noch kaufen, aber von der Technik her schon längst veraltet. Aber Herr Braun hat sozusagen damals den Grundstock gelegt für diese Röhrenfernsehtechnologie. Ja, wie man jetzt da genau misst, ja, weil das ist ja auch gleichzeitig der Kern sozusagen unseres Oszilloskops. Ja. Jeder Elektrotechniker, jeder Elektrotechnikingenieur wird mit diesem Messstück hier, mit dieser Messtechnik konfrontiert. Ja. Wenn man es von außen sieht, ein Kasten mit unendlich vielen, ja, Knöpfen. Ja, aber es macht alles Sinn, diese Funktionen. Aber mir soll es im externen Video darum gehen, wie kommt diese Grafik hier zustande? Ja. Wie messe ich solche Spannungen oder wie mache ich das? Warum passiert es, dass ich hier drauf schaue und ich nehme diese Kurven wahr? Ja? Das ist doch was Interessantes, was man mal besprechen muss. Gut, dann beende ich mal dieses Video.